Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights by Aero, unser wöchentliches Informationsformat. Das Thema heute, ja, die Nachlese von Annetta Binz seit 2023. Ja, und es freut mich ganz besonders, wieder den Christoph Bauer, Partner Technical Lead von Annetta in Österreich begrüßen zu dürfen. Du warst ja schon ein paar Mal bei uns, Christoph. Ja, freut mich, wieder da zu sein. Super. Vielen Dank. Du warst doch vor Ort. Mhm. Unser Pre-Seller ist leider verhindert, auf den Sie, der David Mutel, auf den Sie immer zurückgreifen können. Aber du wirst uns ein paar Eindrücke schildern, um was ist dort gegangen, was hat sich dort abgespielt, wie war die Stimmung und so weiter. Dazu gestoßen auch, und das ist, Entschuldigung, jetzt ein bisschen auch mein Fehler gewesen, der Markus Schaub, Ihr Ansprechpartner als BDM für die Netta bei der Aero ECS Österreich. Ja, schönen guten Morgen, Markus Schaub. Wie bereits auch der Rainer gesagt hat, ja, bin BDM, bin die erste Ansprechperson. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Genau, da haben wir dann eh noch ein paar Slides vorbereitet. Das bekommen Sie sowieso im Nachgang geschickt. As usual, hätte ich gesagt. Gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach los. Wir haben es eingedampft wieder auf 30 Minuten. Das ist eh die große Herausforderung für den Christoph gewesen. Das hätte ich gesagt. Ja. Also bitte einfach zu fragen. Und ja, ich würde sagen, here we go. Gut. Ja, genau. Wir schauen uns heute an, was die NetApp auf der Insight 2023 erzählt hat. Ich war gemeinsam mit dem David dort und mit ein paar Partnern und Kunden, waren eine lustige Truppe und es war auch sehr informativ. Und genau das beides werde ich jetzt kurz herzeigen, einfach ein bisschen Eindrücke schildern, wie Vegas sich für NetApp schön gemacht hat sozusagen. Und was auch dann die NetApp direkt auf der Insight eben verkündet hat. Ganz wichtig einmal als erster Schritt ist, dass das Ganze, also nicht alles, aber nahezu alles wirklich auf netapp.tv nachzusehen ist. Das heißt, da gibt es einen kompletten Katalog über die Sessions, über die Keynotes und so weiter. Das heißt, ganz klar die Empfehlung, auf netapp.tv zu gehen und dort im Katalog nachzustöbern zu den Themen, die einen vielleicht interessieren. Genau, die Eckdaten am 23. bis 25. Oktober 2023 in Las Vegas war die Insight. Das war ein Foto aus dem Flieger, da sieht man schon sehr prominent diese Sphere, die Las Vegas Sphere, die sieht man wirklich fast von überall. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Wir haben uns das dann noch von innen angeschaut, da zeige ich gleich noch ein paar Fotos. Dann ist man da reingekommen, sind sehr viele Leute gewesen wirklich und dann ist es gleich gestartet mit der Keynote von George Curran, unserem CEO, der unser neues Leitmotiv ausgegeben hat und das ist die Intelligent Data Infrastructure. Lustigerweise war auch sein Bruder dort, der Thomas Curran. Jetzt kann man sagen, warum haben die da ein Familientreffen gestartet? Das ist deswegen, weil unser CEO, also der George Curran von NetApp, der Bruder eben vom CEO von Google Cloud ist, der Thomas Curran, das heißt, die sind verwandt und sind CEOs von zwei der größten Tech-Unternehmen in Silicon Valley. Das ist schon eine sehr lustige Fügung des Schicksals. Und die nutzen das öfter, dass sie da wirklich so lustige Segmente auch machen. Sie hatten auch schon mal ihre Mutter dabei, also wirklich sehr unterhaltsam. Genau. So hat es dann ausgeschaut. Das war die große Expo Hall mit anderen Herstellern, mit Produktdemos, mit unseren Spezialisten, also wirklich auch vom Engineering. Da kann man wirklich ganz tief ins Detail hineingehen und sich unterhalten mit den Leuten, die da wirklich aktiv unsere Software entwickeln. Hier eine Bezel Wall, also die Blenden von unseren Storage-Systemen im neuen Design, die mit der C-Serie Anfang des Jahres gekommen sind, die weißen. Die A-Serie ist auch dazugekommen. In Schwarz, finde ich, schaut schon sehr schön aus. Auch natürlich Hardware wurde hergezeigt, hier eine C250 oder eine ASA A250. Man hat dort auch Zertifizierungen machen können, hier mit ein Lab wurde komplett aufgebaut. Das heißt, auch für die Techies ist es wirklich ein super Event, um sich zu rezertifizieren. Die Zertifizierungen kann man dort gratis nachholen, zahlt sich also wirklich aus, da mitzukommen.
Genau, wenn man dann durch Vegas zerstreuend, hier zwei Sachen, einerseits die Sphere, die eben wirklich sehr eindrücklich da heraussticht, und andererseits, man sieht hier dieses Geländer da, das ist schon für den Grand Prix, der, glaube ich, letzte Woche stattgefunden hat, in Las Vegas. Dort waren die Vorbereitungen gerade, sind gerade stark angelaufen, war auch spannend zu sehen, wie sich hier das Stadtbild von Vegas ändert. Dann haben wir uns natürlich die Sphere noch genauer angeschaut. Das heißt, wenn man da mal hinkommt, dann ist das schon sehr eindrücklich. Sind auch natürlich nur LEDs, Pixel, in dem Fall halt sehr große Pixel. Und dann gibt es da auch eine kleine Show. Also wir haben uns nicht U2 angeschaut. Dafür hat das Geld nicht gereicht. Das war eine Demo-Show sozusagen für 50 Minuten. Da fangen Sie mit diesem kleinen Bildschirm an und dann wird das Ganze zu einem großen Bildschirm eben ausgerollt. Also das ist jetzt drinnen in der Sphere. Und das ist schon sehr eindrücklich. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich schon gelesen habe, dass sie finanzielle Probleme haben. Offenbar. Das zweite Schöne, was zu sehen war, wenn man so durch Vegas streunt, dass da sehr viele NetApp, also sehr viel NetApp-Branding zu finden war, hier auf der rechten Seite unsere NetApp-Systeme. Hier auch am MGM ziemlich groß, Think NetApp. Und auch auf den neuen Hotels ist das ziemlich groß drauf gestanden. Also wirklich ein Top-Event. Und sehr präsent, den NetApp. Eine gute Nachricht gibt es schon, die Insight wird nächstes Jahr auch stattfinden, von 23. bis 25. September 2024, wieder im MGM in Las Vegas. Wir hoffen auch auf eine lokalere Insight. Wir haben auch letzte Woche in Österreich in unserem Büro eine kleine Nachlese gehabt, also da auch werden wir nächstes Jahr wieder so etwas Ähnliches machen für die Leute, für die sich das vielleicht nicht ausgeht, eine ganze Woche nach Las Vegas fahren. Und wenn, machen wir eine Nachlese wieder. So ist es, ganz richtig. Ja. Gut, was haben Sie jetzt verkündet? Was waren die Neuigkeiten? Damit man mal die Neuigkeiten weiß, muss man mal wissen, was ist eigentlich der aktuelle Stand. Deswegen schauen wir kurz über das aktuelle Portfolio drüber. Wir haben unsere On-Premises Data Storage am Basis ONTAP Storage Grid E-Series, aber ganz klarer Fokus aktuell auf ONTAP, was mich sehr freut. Dann haben wir unser Cloud Data Storage, wo wir uns die Hyperscaler mit unserem ONTAP infiziert haben, wenn man das so sagen kann. Dann haben wir unsere Data Services, die sich rund um Backup, Tiering, Caching und Gasification drehen. Und das Ganze ist unter dem Layer BlueXP. Das heißt, BlueXP ist das, wo sich diese Produkte finden. Und BlueXP ist nicht nur ein Konstrukt, sondern das ist auch wirklich unsere Oberfläche, mit der man das alles orchestrieren und managen kann. Und dann gibt es noch den zweiten Teil, das ist der Hybrid Cloud Operations mit Spot, wo es um reine Cloud-Automatisierung und Optimierung geht, und NetApp Cloud Insights ist ein Cloud-Service, wo man sich ein Monitoring über hybride Infrastrukturen machen kann. Der Fokus von der Insight war auf jeden Fall auf der linken Seite dieses Mal. Und die drei großen Announcements waren einerseits the new way to unified data storage, andererseits the most secure storage on the planet, und natürlich auch in keiner Tech-Veranstaltung darf aktuell das Thema AI fehlen. Das heißt, auch hier AI ein großes Thema. Genau, diese drei Punkte werden wir uns jetzt schnell anschauen. Einerseits unified data storage. Und wir haben jetzt gesagt, unified data storage, das gibt es schon sehr lange. Da gibt es ein Verständnis. Und wir haben das jetzt aber fürs Jahr 2023 eigentlich neu definiert. Das heißt, Unified Data Storage heißt für uns, dass man ein Unified Single Storage OS hat, also eine Software, die mir alle wichtigen Enterprise Storage Protokolle zur Verfügung stellt, dass ich da maximale Flexibilität habe. Das heißt, wir haben hier Block, File und Object. Das ist einmal der kleinste Ring sozusagen ums Unified Data Storage, und das ist auch das, was vielleicht am ehesten diese Legacy-Definition für Unified Data Storage beinhaltet. Wichtig auch in dem Kontext, dass man nicht nur zum Beispiel jetzt File hineinschreibt und File herauslässt, sondern dass es auch hier übergreifende Maßnahmen gibt. Das heißt, vor allem im AI-Kontext ist es dann wichtig, dass ich zum Beispiel Files hineinschreibe und per Object herauslesen will, weil Object einfach das ist, was diese AI-Applikationen sehr, sehr gerne haben. Und damit ich da nicht unnötig Daten hin und her kopieren kann und das vom gleichen Datenstamm wegmachen kann, ist eben ein Unified Data Storage nötig. Ein zweiter Ring, der sich hier um das Unified Data Storage zieht, ist, dass das Ganze nicht nur in einer Box, aus einer Box machbar sein soll, sondern natürlich in meiner hybriden Multicloud.
Das heißt, wir haben wirklich mit unseren First-Party-Services in AWS, Microsoft und Google die Möglichkeit, das gleiche ONTAP mit den gleichen Funktionen, mit den gleichen Unified-Funktionen anzubieten. Und das ist eben aus unserer Sicht der zweite große Erweiterungsbereich von Unified Storage. Ein dritter Punkt ist, dass das Ganze, egal wo ich jetzt bin, ich soll mich nicht neu darum kümmern, wie ich jetzt ein Problem löse. Zum Beispiel Monitoring, zum Beispiel Data Protection. Das soll überall gleich sein, damit ich möglichst wenig Friktionen habe, damit möglichst wenig Komplexität drin ist. Und dann muss das Ganze natürlich aus einer Unified Control Plane gemanagt werden. Das ist eben, wie schon gesagt, BlueXP. Und eben auch ein ganz wichtiger Punkt, Unified APIs, also wirklich ein Automatisierungs-Framework, von dem ich wegarbeiten kann, dass ich über, egal wo ich bin, egal welches Protokoll ich nutze, egal welche zusätzlichen Services ich nutze, dass das überall gleich ist. Das heißt, das ist unser neuer Anspruch an Unified Data Storage, also weg von diesem ganz kleinen Bereich, wo man sagt, okay, man hat eine Kiste und das kann vielleicht Block und File. Wir sagen, das muss Object auch können, das muss in der Cloud sein, das muss Data Services können und das muss über eine Unified Control Plane verwaltbar sein. Dann hat es neue Hardware gegeben, das hat uns auch sehr gefreut. Müssen wir einen kurzen Schritt zurückgehen. Die ASA ist ein neues System, das irgendwie vor dem Sommer gekommen ist, nennt sich All SAN Array, ist ein System, das auf SAN Workloads spezialisiert ist. Das heißt, nur mehr Block. Weil wir eben gesehen haben, dass wir da über 20.000 Kunden haben, die NetApp für SAN-Workloads einsetzen. Und 5.000 Kunden, die das wirklich nur für SAN machen. Und die NetApp, wenn man die kennt, das ist halt eher so, okay, der Pfeiler, NFS, gut, wird so nicht vielleicht zum Teil am SAN-Markt wahrgenommen. Wir haben uns das angeschaut, die Kunden nutzen das sehr stark in diese Richtung. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da ein dediziertes System auch, dass wir hier ein SAN-optimiertes Storage anbieten können. Der Vorteil ist, es läuft das gleiche ONTAP drauf. Das heißt, das ist SAN-optimiert. Ich habe aber trotzdem alle Funktionen, die da so rundherum eben ums Data Protection mit Snapshots, mit SnapMirror, um die ganze Security mit TempoBlue-Snapshots und so weiter. Das heißt, hier wirklich diese ganzen wichtigen Features, die NetApp eigentlich ausmachen. Und die ASA C-Serie ist jetzt eine neue Edition. Das heißt, wenn wir uns jetzt das On-Prem-Portfolio anschauen, haben wir auf der linken Seite, also langsam und möglichst billig, unser Hybrid Flash, das ist die Phase. Dann haben wir auf der rechten Seite das schnellste System, das ist die AFF-A-Serie. Und in der Mitte, das ist eben Anfang des Jahres gelauncht worden, die AFF-C-Serie. Das heißt, links ganz kostengünstig, rechts hochpreisig, höchste Performance, in der Mitte ein guter Preis-Performance-Match. Das ist für den Unified-Bereich und dann haben wir noch unsere Block-optimierten Systeme, da haben wir die ASA A-Serie für High-Performance-Block und jetzt eben neu die ASA C-Serie in diesem Mittelbereich. Das heißt, auch hier wieder überall das gleiche ONTAP mit dem Unterschied, dass eben Unified die Systeme, alle Protokolle können Block-optimierten eben nur. Die Systeme, wenn sich wer die anderen Systeme angeschaut, die C-Serie, die AFF-C-Serie, die sind hier 1:1 gleich. Das heißt, wir haben eine ASA C250 für den Einstieg, eine C400 für den Mittelbereich und eine C800 für den High-End-Bereich. Das heißt, wir haben unser ASA-Portfolio jetzt von der ASA A-Serie auf die ASA C-Serie erweitert, können damit billigeren Block-Storage anbieten und können trotzdem auf diese Garantie noch zugreifen, das heißt einerseits mal die Availability-Garantie, dass wir sagen, okay, wir garantieren hier eine Uptime, eine sehr starke mit 6.9. Wir haben eine 4:1 Storage Efficiency-Garantie für SAN, die können wir für beide ASA-Systeme nutzen und wir haben eine Ransomware-Recovery-Garantie, zu der komme ich gleich noch später. Zusätzlich hat es in ONTAP, also in unserem Betriebssystem, in der aktuellen Version 9.14.1, der Release Candidate ist schon verfügbar, sehr, sehr viele Feature Enhancements gegeben, 88 insgesamt, die drehen sich um Data Protection, Security, Cost Optimization. Da können wir mal vielleicht eine separate Session dazu machen, im Anfang des nächsten Jahres vielleicht. Gut, das heißt, das war jetzt einmal der On-Prem-Bereich. Wenn wir jetzt in den Cloud-Bereich gehen, hat es natürlich auch Neuerungen gegeben. Das heißt, wir haben einerseits unter ONTAP, das eben auf unserer Box läuft
Und dann haben wir eben diese nativen Hyperscaler-Services, wo alle Clouds jetzt gesagt haben, okay, die Art und Weise, wie ONTAP mit Files umgeht, mit Snapshots, mit SnapMirror, das gefällt uns, das wollen wir als Service anbieten können. Und genau das haben die gemacht. Das heißt einmal FSx für NetApp ONTAP in AWS, das heißt einmal Azure NetApp Files für Microsoft Office und das heißt einmal Google Cloud NetApp Volumes in Google Cloud. Ja, wenn wir es uns aussuchen könnten, wir würden da andere Namen heranziehen, aber nachdem das nicht unsere Produkte sind, sondern nur auf unserer Technologie basiert, können wir uns das nicht aussuchen, aber es freut uns natürlich sehr, weil wir dadurch eben besondere Integrationen haben. Wenn man jetzt noch das wirklich komplett eigens managed machen will, ein Cloud Volumes ONTAP, also wirklich dann die Erfahrungen, die ich on-prem habe in der Cloud, gibt es diese Möglichkeit auch noch in allen drei Clouds. Was waren da jetzt die Neuerungen? Einerseits Google Cloud NetApp Volumes, das heißt, das ist das ONTAP nativ in der Google Cloud. Das ist im August offiziell gelauncht worden und auf der Insight hat es da jetzt Erweiterungen gegeben. Das heißt, ein neues Performance Level, integrierte Backups, das heißt, da hat es schon die ersten starken Verbesserungen gegeben und die Roadmap, die schaut wirklich sehr, sehr saftig aus, würde ich sagen. Auch bei den AWS und Azure NetApp Files hat es sich einiges getan. Bei Amazon FSxN haben wir diese File Objectuality, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, ist dazugekommen. Das heißt, das ist genau das, was die AI-Applikationen und Analytics-Applikationen sehr, sehr gerne haben. Und ich habe die letzten zwei Wochen drei Kunden am Ende gehabt, wo das wirklich ein Thema war. Wo die wirklich gesagt haben, ja, das brauchen sie. Also das kommt genau zur richtigen Zeit. Bei Azure NetApp Files hat sich auch etwas getan. Da hatten wir bis jetzt nicht die Möglichkeit, kalte Blöcke auf einen billigeren Speicher zu sortieren. Das ist mit Standard Storage with Cool Access jetzt dazugekommen. Das heißt, wir können hier jetzt auch deutlich preisgünstiger unsere Azure NetApp Files anbieten. Cloud Insights hat sich auch ein bisschen was getan, vor allem in Richtung Kubernetes. Das heißt, hier wirklich Kubernetes Management und Kubernetes Monitoring abzulösen, weil man hier sehr viele verschiedene Tools braucht, 6 bis 8 bis 10 verschiedene Tools, damit man eine schöne Kubernetes Deployment Pipeline aufbauen kann. Wir wollen mit diesem Cloud Insights Kubernetes Change Management Analysis ein Tool liefern, mit dem das in einer Oberfläche ersichtlich ist. Genau. Das heißt, das war jetzt der erste Punkt, Unified Data Storage mit unserer neuen Definition von Unified Data Storage mit der ASA-C-Serie und mit den Cloud Enhancements, die da dazugekommen sind. Kommen wir zum zweiten Punkt, the most secure storage on the planet. Wir haben ja sehr, sehr viele Features on Box, die man einfach nur aufdrehen muss, die auch mit ONTAP One, mit der neuen Lizenzierung, jetzt preislich sehr, sehr attraktiv für sehr viele Bestandskunden geworden sind. Und deswegen haben wir auch Anfang des Jahres unsere NetApp Ransomware Recovery Garantie ausgerufen. Das heißt, wir garantieren, dass wir aus einem Snapshot, der mit unseren Mitteln abgesichert wurde, recovern können in sehr, sehr schneller Zeit, im Gegensatz zu vielleicht einem Recovery aus einem Backup. Und sollte das nicht möglich sein, dann bekommt der Kunde Geld von uns. Ob ihm das jetzt hilft, weiß ich nicht, aber es ist zumindest einmal wirklich ein starkes Statement, dass wir sagen, ja, wir vertrauen unserer eigenen Technologie so stark, dass wir diese Garantie da aussprechen können. Die wurde jetzt erweitert, das heißt, die ist für alle Systeme, für alle Neukäufer jetzt verfügbar. Und in der Vergangenheit musste man da einen Managed Service von NetApp PS kaufen. Das nennt sich ganz unten Ransomware Protection und Recovery Service. Das heißt, da hat wirklich NetApp einen Managed Service, eigene Leute dahinter gehabt, die immer auf das System schauen, 24x7. Und ich muss mir jede Aktivität sozusagen freigeben lassen als Kunde. Das ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein starker Schutz, aber natürlich im Handling nicht ganz so schön. Deswegen gibt es jetzt ein neues Service, das nennt sich Ransomware Recovery Assurance Service. Und das macht das Ganze jetzt nochmal deutlich spannender und vor allem für Österreich in meinen Augen auch sinnvoll einsetzbar. Wie schaut das Ganze aus? Es ist ein Service, das da irgendwie um 10.000 US-Dollar angesetzt ist für 12 Monate. Da müssen wir uns jetzt noch anschauen. Da haben wir, also ich habe es jetzt noch nicht im Pricing gesehen. Aber was machen wir da? Das heißt, der Kunde oder ein Partner kann hier das System entsprechend der Ransomware Recovery Garantie einsetzen. Das heißt, er richtet die Snapshots ein, er richtet die Replikation auf ein Snap Block Volume ein, Snap Block Compliance.
Und wir kommen dann her, also netter PS, schaut nur drüber, ob das passt. Dann wird ein Dokument generiert, der Configuration Report. Das heißt, wir sagen, ja, passt, dieses System ist in diesem Zustand so für die Ransomware Recovery Garantie eligible. Und dann haben wir noch zwei weitere Services. Das heißt, wir bieten da einmal einen Recovery Test an, dass wir wirklich sagen, okay, Kunde, du willst das jetzt einmal ausprobieren. Wir schauen jetzt einmal, können wir da wirklich alles restoren oder recovern in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das zweite Engagement ist ein Recovery Engagement, wo eben, wenn es jetzt wirklich eine Ransomware-Attacke gibt, dass ich direkt bei NetApp anrufen kann und sagen, bitte helft mir, wir haben da jetzt einen Fall, ich muss das jetzt recovern. Das heißt, deutlich billiger, nicht mehr so intrusive in die eigenen Management-Aktivitäten und ich glaube auch deutlich sinnvoller, damit man wirklich diese Ransomware-Recovery-Garantie bei mehreren Kunden im Einsatz haben in der Zukunft. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht, das Ransomware Recovery Assurance Service auf der linken Seite und das Protection und Recovery Service auf der rechten Seite. Links, wie gesagt, Kunde oder Partner kann das selber einrichten. Wir verifizieren das nur mit zwei Engagements, einmal testen und einmal im Ernstfall. Und auf der rechten Seite wirklich das komplette Managed Service von NetApp, das aber natürlich den entsprechenden Preis hat. Wo wir jetzt eben schon bei Ransomware Recovery sind, ist natürlich immer Disaster Recovery ein Thema. Das heißt, wir haben auch unsere Ransomware Recovery Story baut auch auf Snapshots und SnapMirror auf. Hier hat es jetzt im ersten Schritt jetzt keine Erweiterung gegeben, aber ein neues Service, da komme ich später dazu. Aber auch bei Disaster Recovery natürlich der Metocluster ein Thema. Und hier gibt es eine sehr schöne Neuerung, nämlich Metocluster haben wir wirklich Array-based synchronen Spiegel über zwei Standorte mit automatisiertem Failover für File- und Block-Workloads gehabt. Für Objects war das aktuell noch nicht möglich. Das ist jetzt dazugekommen. Das heißt, wenn man sich das jetzt anschaut, wir waren vorher schon ein sehr schöner Junge, den NetApp, hat schon ihre Muskeln spielen lassen. Wir konnten sahen, wir konnten NAS spiegeln im Metacluster. Jetzt ist es wirklich so, da sind wir beim Rainer hineingestoßen. Oh, heute in der Früh. Vielen Dank für das Kompliment. Muss ich zurückgeben. Das heißt, wir lassen da wirklich SAN, NAS und jetzt auch Object im Spiegel mit transparentem Failover. Und das ist wirklich ein Feature-Set, wo wir sagen, da sind wir nahezu alleine am Markt. Gut, wenn wir jetzt noch weitergehen. Der Metacluster ist eine gut ausgetestete Lösung, die sehr, sehr viele Kunden im Einsatz haben, ist aber eher im hochpreisigen Segment angesiedelt und auch ein bisschen starr, weil das halt wirklich um das Data Center schwenkt geht. SnapMirror Business Continuity, das war eine Lösung oder ist eine Lösung, wo das auf Volume-Ebene ist für SAN-Workloads. Und dieses Feature wurde jetzt weiterentwickelt, wird jetzt auch umbenannt in SnapMirror Active Sync, dass ich wirklich ein Volume oder eine LUM von einer Seite auf die andere spiegeln kann und da symmetrischen Active-Active-Zugriff auf beide Seiten haben. Das war beim SnapMirror Business Continuity noch ein bisschen anders. Das kommt jetzt mit 9.14.1 in einer Public Preview. Zusätzlich auch vor allem für VMware-Workloads spannend gibt es das NetApp BlueXP Disaster Recovery. Das ist jetzt auch ein Cloud-Service oder ja, eine Software, die sich darum kümmert, wirklich VMware, komplette VMware vCenter von einer Seite von On-Prem auf ein anderes On-Prem-Target oder von On-Prem in die Public Cloud zu replizieren. Genau. Zusätzlich natürlich the most secure storage. Wir haben sehr viele Features. Wir wollen das jetzt alles in ein BlueXP Ransomware Protection Dashboard hineinliefern und dort eben einen kompletten Überblick geben. Das ist auch ein Preview, was kommen wird. Das heißt, man sieht, im BlueXP, da tut sich wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, das war das Most Secure Storage on the Planet mit der Ransomware Recovery Garantie, mit dem Ransomware Recovery Assurance Service, deutlich spannender für uns am österreichischen Markt, mit den Verbesserungen um DA und mit dem BlueXP Disaster Recovery Service für VMware im ersten Schritt. Kommen wir zum letzten Punkt, zur AI. Jetzt ist die Frage, was kann die NetApp da eigentlich ausrichten? Wenn man sich so eine AI-Pipeline anschaut, ist es so, dass man da irgendwie Daten hat, einen Datensatz, den muss man mal vorbereiten, das heißt irgendwo hinbringen, dann schaue ich mir das an, dann muss ich ein bisschen damit experimentieren, was will ich da eigentlich herausfinden, dann
habe ich das abgeschlossen, sage, okay, jetzt habe ich mein Modell fertig, jetzt will ich das trainieren und dann will ich das deployen. Dann kommt irgendwas zurück, dann sehe ich, ah, ich muss das ein bisschen anpassen und dann habe ich hier wieder ein Retraining und dann kann ich das eben nutzen. Und wie spielt da jetzt NetApp mit? Wir können da eben eigentlich mehr oder weniger unser gesamtes Portfolio draufwerfen. Weil wir die Data Fabric haben, weil wir On-Prem mit Cloud verbinden können, weil wir mehrere Clouds verbinden können, weil wir Dual-Protocol-Zugriff haben und so weiter und so fort. Ein Thema möchte ich aber hier herausheben, das ist nämlich das Data Ops Toolkit. Das funktioniert mit ONTAP. Das macht ein Data Scientist, ein AI Scientist, der arbeitet in der Regel mit diesen Jupyter Notebooks. Das heißt, da lässt er seinen Python-Code drinnen laufen, dort trainiert er das Modell und mit diesem Data Ops Toolkit gewähren wir diesem Data Scientist Zugriff auf ONTAP Features. Welche sind das? Das ist, also auf der linken Seite ist so ein Jupyter Notebook, das man jetzt mal gesehen hat, und auf der rechten Seite die Funktionen, die so ein Data Scientist da vielleicht interessant findet. Da ist das erste Cloning of Volumes. Das hat mir unser Data Scientist erklärt. Der war bei einer Bank vorher und der hat gesagt, der ist in der Früh immer reingekommen, hat einmal sein Dataset kopieren müssen, damit er ein Dataset hat, mit dem er auch lernen kann und mit dem er experimentieren kann, weil das soll man nicht auf dem Golden Dataset machen. Und da hat er eben, ist er in der Früh reingekommen und hat einmal 4 Stunden Daten kopiert. Da hat er zwar sehr viele Kaffees trinken können, dann hat es ihn ein bisschen gerissen und dann ist er zurückgekommen und hat arbeiten können, aber das ist natürlich nicht sehr effizient. Mit unserem DataOps Toolkit kann der jetzt hier eingehen, kann sagen, bitte copy my Dataset. Und im Hintergrund macht unsere Software einen Clone, der ist innerhalb von Sekunden geschehen für riesige Datenmengen und damit hat er sein Dataset und kann gleich starten. Das heißt, hier wirklich eine Produktivitätsverbesserung um riesige Faktoren. Und natürlich Snapshots sind ein Thema und S3, was ja mittlerweile auch in ONTAP sehr, sehr stark verbaut ist. Zusätzlich haben wir auch noch verifizierte Architekturen für AI-Stacks mit NVIDIA, mit Cisco. Das war hier jetzt der erste NVIDIA-Stack, ONTAP AI, auch mit der C-Serie. Mit Google in der Cloud gibt es mit unseren Google Cloud NetApp Volumes eine Verwandlung mit Vertex AI, also ein Service von Google für Large Language Models. Und FSXN ist eben auch deutlich besser geworden für diese AI-Tools, die AWS anbietet. Das ist SageMaker, das ist Bedrock, dass man da besser integriert und dass man wirklich diese On-Tap-Features eben auch nutzen kann. Genau, das heißt, wir haben das DataOps Toolkit, wir haben On-Tap AI und die weiteren Verbesserungen. Und damit waren das die drei großen Punkte mit dem The New Way to Unified Storage, mit dem Most Secure Storage on the Planet, mit unseren Recovery-Garantien und eben in der AI-Welt ist die NetApp und die ONTAP auch sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Und damit nochmal der Hinweis, bitte auf netapp.tv, wenn da jetzt irgendwas interessanter gewirkt hat, auf jeden Fall hingehen, auf jeden Fall sich diese Vorträge anschauen und damit sage ich recht herzlichen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne. Abschließend sei erwähnt, eure Ansprechpartner bei uns, der Markus Schaub, er sitzt ja auch quasi neben mir, gemeinsam mit dem Heinz Stiassny, also das sind eure Ansprechpartner, ganz wichtig bitte für Anfragen, deswegen haben wir das da reingepostet, die datacenter.ecs.at, aero.com bitte anzuschreiben, weil da sitzt das komplette Team dahinter, da wird gequotet. Also das ganz normale Projektbusiness, Daily Business wird hier, sage ich einmal, in Kooperation abgewickelt. Ja, also das ist ganz wichtig. Ja. So, was haben wir sonst noch anzubieten? Ja, wir als der Value-Added-Distributor für NetApp, ja, was können wir da anbieten? Ja, Webinare, ja, haben wir ja schon mehr als genügend gemacht, machen wir auch weiter. Du hast das vorhin auch angesprochen, also wir sind immer auch in Abstimmung mit euch, mit eurem Team, nach neuen Themen, innovativen Themen, die am Markt präsent sind. Da würde ich bitte eines bitten, vorschlagen,
Einfach auch, wenn ihr, wenn Sie was hören vom Markt, was von Interesse ist, ja, bitte auch an uns zuzutragen. Ja. Also ich glaube, da können wir nur am besten gemeinsam dran arbeiten. Markus? Ja, ja, unter anderem auch On-Demand-Workshops. Das heißt, wenn Ihre Kunden interessiert sind an einem Workshop, können wir gerne vor Ort, sind wir bereit, kommen wir vor Ort und zusammen mit NetApp oder unsere Pre-Sellers generieren einen Workshop, der Ihnen dann einen Mehrwert letzten Endes bietet. Genauso Beratung und Schulung. Sie wollen Zertifizierungen durchführen. Dazu haben wir auch ein Person-View Center, sowohl lokal und glaube ich auch, das wurde mir von der Marion erst ursprünglich mitgeteilt, ein mobiles Person-View. Das heißt, wir kommen zu Ihnen und nehmen die Zertifizierung bei Ihnen im Haus ab. Genau. Also soll eigentlich nur heißen, dass wir als Aero gemeinsam mit der NetApp gemeinsam eigentlich von, ich sage es immer so, in meiner Redeweise von A bis Z eigentlich sehr viele oder eigentlich nahezu alles anbieten können. Und das geht es auch für sich eben wie technische Anforderungen, da geht es ums Quoting, wie können wir unterstützen, mit Bedenken soll es was geben und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich bei Kundenpräsentationen. Genau. Aber ja, das ist Business as usual, hätte ich gesagt. Korrekt. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, eine Folie stand über mein Haupt. 11. Dezember, unsere Aero-Weihnachtsfeier, sofern Sie sich nicht schon angemeldet haben. Ich habe jetzt da kein Slide dabei, aber macht euch bitte ein Save the Date. Bei uns in den Vienna Twin Towers in 35E, wie jedes Jahr, machen wir unsere Partner-Weihnachtsfeier. Wir würden uns natürlich sehr über die Teilnahme freuen. Bitte einfach sich anmelden. Ich schicke es dann noch mit aus. Ich muss das Slide, also da gibt es einen QR-Code, den schicke ich dann noch mit. Ansonsten, ja, wir kennen das ganze Thema der Kommunikation natürlich zur Genüge. Bitte folgt uns auf LinkedIn, auf YouTube. Also auch diese Ausgabe können wir ja wieder auf YouTube oder werden wir auf YouTube positionieren mit Zusage der NetApp. Bitte einfach da immer vorbeischauen. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle eine nahezu On-Demand-Gesellschaft geworden, ich darf es einmal so formulieren. Also deswegen ist uns das auch extrem wichtig. Ja, abschließend Rainer Hornacek. Ich glaube, viele von Ihnen, euch kennen mich mittlerweile. Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei bei der Aero. Und ja, bleibt uns gewogen. Wir werden Sie weiter versorgen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Christoph, danke Markus. Ja, und ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen. Einen haben wir noch, der ist mir jetzt gerade eingefallen. 14. Dezember, NetApp und NIS 2. Da kommt aber dann noch separate Einladung raus. Gut, in diesem Sinne, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.